Hallo zusammen und willkommen zurück bei Basteln mit Batman. Batman müsste jede Sekunde hier sein. Da bist du ja. Hör mir zu, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Ich habe gerade einen Tipp von Gotham City Police Commissioner Jim Gordon bekommen. Er sagte, dass jemand versucht, die neueste Technologie von jedem Mitglied der Justice League zu stehlen und ich sei der Nächste. Oh nein, deine Gadgets wären in den falschen Händen sehr gefährlich. Keine Sorge, das ist nicht das erste Mal, dass der dunkle Ritter es mit einem Dieb und Verbrecher zu tun hat. Ich brauche einen sicheren Ort, an dem ich all meine Technologien aufbewahren kann, während ich mich um diesen mysteriösen Banditen kümmere. Da hast du recht. Und ich glaube, ich habe schon eine Lösung. Betrachte mein Interesse als geweckt. In der heutigen Show basteln wir uns am besten unser eigenes Fingerabdruckschließfach. Dafür brauchen wir nur Pappe, Gummibänder und ein paar Eisstiele. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wann fangen wir an? Sofort, los geht's! Zuerst werden wir die eigentliche Tür des Schließfaches bauen. Am besten benutzt ihr zum Zeichnen ein Lineal. Überlegt euch gut, wie groß die Tür sein soll. Ich habe eine Menge Gadgets, die sicher aufbewahrt werden müssen, also lass sie uns lieber etwas größer machen. Ja, perfekt! Als nächstes werden wir das Tastenfeld und die Knöpfe zeichnen. Cool. Wenn ihr Hilfe beim Schneiden braucht, fragt einen Erwachsenen. Gute Arbeit. Okay. Du zeichnest die Tastatur und ich kümmere mich um die Eisstiele. Dann müssen wir Schlitze ausschneiden, durch die wir später die Eisstiele stecken. Als nächstes kleben wir den Rahmen der Tastatur auf, etwa so. Die sehen alle perfekt aus. Danke. Du brauchst 3 Teile mit einer Einkerbung und 6, die wie ein Haken geschnitten sind. Super, danke. Batman, gibst du mir die Eisstiele? Aber natürlich. Danke. Jetzt kleben wir diese ausgeschnittenen Teile auf die Rückseite unserer Knöpfe, die wir ebenfalls aus Eisstielen gemacht haben. Die 3 Teile, die mit einer einzelnen Kerbe versehen sind, werden den Verriegelungsmechanismus entsperren, den wir gleich bauen werden. Wir werden sie in dieser Kombination anbringen. Die anderen Tasten werden an den 6 Hakenstücken befestigt, damit sie später nicht funktionieren werden. Wir werden diese Teile in alle anderen Schlitze stecken. Welche Codekombination sollen wir denn nehmen, um das Fach zu öffnen? Wie wäre es mit BAT? B-A-T. Super Idee! Und für die anderen Tasten wählen wir einfach irgendwelche Buchstaben aus. Wir schreiben diese Buchstaben auf das Tastenfeld. Super! Und nun zum Schließmechanismus. Dafür werden wir eine Menge Eisstiele brauchen. Gut, dass wir in der letzten Woche eine Menge Eis in der Batcave gegessen haben. Ich besorge sie eben und bin gleich wieder da. Großartig! Fangen wir mit dem Verriegelungsmechanismus an der Rückseite der Tür an. Macht mit! Nun legen wir diese beiden Stiele hier mit den flachen Kanten an. Und darüber kleben wir diese Stiele mit den Einkerbungen, damit die Schlüssel hier entlang gleiten können. Nicht schlecht! Danke, Batman! Okay, nächster Schritt. Gute Arbeit. Ich komme sofort wieder. Hier sind noch 2 weitere Eisstiele. Danke, Batman. Eine Seite ist wie ein Haken geschnitten und die andere Seite ist ein normaler Eisstiel. Sehr schön. Diese werden so auf die Pappe geklebt, sodass das Stück, das wir gerade gemacht haben, darunter hin und her gleiten kann. Jetzt nehmen wir die 3 Stiele mit den ausgeschnittenen Schlitzen und setzen sie auf die Schlüsselhaken, etwa so. Beklebt sie nur an den Seiten der langen Stiele, die wir angebracht haben. Nun zum nächsten Schritt. Das wird spitze! Nicht schlecht! Gute Arbeit! Okay, nächster Schritt.
Wir werden kleine Blöcke an die Oberseite der Schlüsselstangen kleben. Und hier drüben an den Rand des Rahmens. Diese kleinen Stücke mit den Einkerbungen werden genau hier angeklebt. Wir werden nun Gummibänder über sie spannen und sie hier einhaken. Und wenn später unsere drei Knöpfe mit den richtigen Kerben auf der Tastatur hineingedrückt werden, können sie sich lösen und das ganze Gebilde lässt sich verschieben. Aber wenn du eine der anderen Tasten hineindrückst, wird es nicht funktionieren. Das sieht gut aus. Frage: Wenn ich den Safe öffne, wie kann ich das Schloss danach wieder zurücksetzen? Gut, dass du fragst. Dafür bringen wir ein Flaschenzugsystem auf dem Schließmechanismus an, damit das Schloss wieder zuschnappen kann. Zuerst bastelt ihr ein weiteres Gitter, so wie das hier. Vergesst nicht ein Loch in der Seite, wo wir eine Schnur durchziehen und sie festbinden können. Ich verstehe. Fügt jetzt zwei Holzspieße an den Seiten hinzu, etwa so. Super! Das Gitter kommt direkt über die Schlösser. Als nächstes brauchen wir vier weitere Teile, die in etwa so aussehen müssen. Diese passen auf jede Seite der Holzspieße, die wir gerade hinzugefügt haben. Seht mal. Ihr müsst sie nur auf die langen Stäbe und die Pappe kleben, nicht auf die Spieße. Das Gitter mit den Spießen sollte sich in diesem Raster frei bewegen können. Fügt jetzt zwei weitere Blöcke mit Einkerbungen hinzu. Und danach zwei Gummibänder. Du löst diese Puzzlei ja wie ein Meisterdetektiv. Danke, Batman. Jetzt müsst ihr eine Schachtel aus Eisstielen basteln, die so aussieht. Und einen Zahnstocher, der direkt durch diese Schachtel gebohrt wird. Nun zieht ihr eine Schnur durch das vordere Loch, unter dem Zahnstocher hindurch und nach oben. Dann klebt ihr die Schachtel genau hier fest. Achtet darauf, dass ihr ein Loch durch die Pappseite bohrt. Hier kommt später unser Reset-Knopf hin. Für den brauchen wir jetzt ein paar Stäbchen mit einem Loch. Zieht dort die Schnur hindurch und verknotet sie. Klebt sie sicherheitshalber auch fest. Gute Idee. Dieser Stiel wird in das Loch gesteckt und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Achtet darauf, dass dort ein größeres Stück herausragt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Reset-Knopf. Um den kümmere ich mich. Perfekt. Wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, wird die Schnur gezogen und der Mechanismus auf der Rückseite zurückgesetzt. Weiter geht's. Jetzt zeichnen und schneiden wir den Umriss für den Fingerabdruckknopf, der das Schließfach später öffnet. Für diesen Knopf brauchen wir auch noch das hier, was wir aus weiteren Eisstielen und einem Zahnstocher gemacht haben. Klebt es hier unten fest, sodass der Zahnstocher durch das Loch passt. Und nun, aufgepasst! Super! Als nächstes brauchen wir einen Fingerabdruckknopf. Ich bin gleich wieder da! Super, danke! Hast du die Stempelfarbe fertig? Ja. Wie wäre es, wenn wir deinen Finger für den Fingerabdruckknopf benutzen? Meiner ist ein bisschen zu klein. Und wenn es jemanden gibt, dem ich all meine Geräte anvertraue, bist du es. Oh, danke, Batman. Ich würde mich freuen, meinen Abdruck auf diesem Handwerk zu hinterlassen. Ich bin schon so gespannt. Gute Arbeit. Jetzt ist es an der Zeit, diese Tür auf eine Schachtel zu kleben und ihr einen metallischen Look zu geben. Wow, sieht echt krass aus. Lass uns jetzt alle meine super wertvollen Gadgets hineinpacken. Bitteschön. Es passt alles perfekt rein. Kuschelig wie mein Bettgürtel. Ab jetzt sind meine Gadgets absolut sicher. Gute Arbeit. Ich habe gerade mit Commissioner Gordon gesprochen. Bist du bereit für etwas Action? Klingt so, als würde dieser mysteriöse Einbrecher bald zuschlagen. Nicht nur bald, sondern schon heute.
Wie gut, dass wir dieses Schließfach hier haben. Wir können ihm eine Falle stellen und den Banditen auf frischer Tat ertappen. Du sprichst wie ein echter Detektiv. Oh nein, das muss der Einbrecher sein. Schnell, versteck dich. Ich mach mich bereit, um in Aktion zu treten. Diese verflixten Knöpfe funktionieren nicht. Sesam, öffne dich. Abracadabra. Moment, ein Fingerabdruckscanner? Aha, ich hab dich. Der Joker? Ich wette, du hättest nie vermutet, dass ich es bin. Was, Batman? Eigentlich warst du die erste Person, die ich verdächtigt habe. Ja, du bist normalerweise die erste Person, die jeder verdächtigt. Was soll ich sagen? Ich habe wohl mächtig Eindruck gemacht. Verstehst du? Weil es ein Fingerabdruckschloss ist. Ein Glück, die Justice League kann wieder ruhig schlafen, jetzt wo der Joker hinter Gittern ist. Und du kannst auch beruhigt sein, denn deine ganzen Gadgets sind sicher verstaut. Das ist wahr. Obwohl ich wahrscheinlich noch etwas aus unserem Safe holen muss, bevor wir verschwinden. Würdest du ihn bitte öffnen? Aber gern. Was ist das? Danke, dass du einem Freund in Not geholfen hast. Hochachtungsvoll, Batman. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du hast sehr gute Arbeit geleistet und das verdient meine volle Hochachtung. Danke, dass ihr bei dieser Folge von Basteln mit Batman mit dabei wart. Weiteren Batman-Content könnt ihr euch jederzeit hier auf dem DC Kids Channel ansehen. Also, bis bald mal.